So, servus und hallo. Heute werde ich euch mal zeigen, wie ihr hochfesten Beton selbst herstellen und dadurch bei euren Projekten einiges an Geld einsparen könnt. Bei der Herstellung gibt es ein paar Kleinigkeiten zu beachten, aber ihr werdet gleich sehen, das ist wie immer überhaupt kein Hexenwerk. Dann fangen wir auch gleich mit den Zuschlägen an. Ja, da brauchen wir natürlich einen Zement. Ich verwende jetzt den Dückerhoff Weiß. Das ist ein Portland-Zement, ein ZEM 1. Und ja, ist jetzt hier ein weißer Zement. Man kann auch ganz normalen grauen Zement nehmen. Ich verwende jetzt den hier, weil der Sack schon länger Zeit offen ist und der Zement verarbeitet werden muss. Huah! Sand brauchen wir natürlich auch. Da verwende ich zum einen mal hier ganz normalen Spielsand. Der hat eine Körnung von 0 bis 2 mm und den gibt es in jedem Baumarkt, wie gesagt, als Spielkastensand oder eben als Mauersand. So, zum einen und zum anderen dann noch hier Quarzsand. Ja, der hat eine Körngröße von 0,063 bis 0,25 mm. So, und dann kommen wir zu den Feinszuschlägen. Ah ja, bevor ich es vergesse, ich habe noch einen kurzen, aber sehr wichtigen Hinweis in Sachen Sand für euch. Den Sand sollte man natürlich nur in trockenem Zustand verarbeiten, weil wenn der Sand feucht ist, dann wird der Wasserzementwert im Beton beeinträchtigt. Und das ist ja bei hochfestem Beton ein Knackpunkt, weil der Wasserzementwert da sehr gering ist. Ja, es ist halt meistens so, dass der Sand auch im feuchten Zustand in die Säcke verfüllt wird und dann kann schon sein, dass er dann, ja, noch richtig nass ist und dann muss man halt trocknen. Ja, so viel dazu. Und was ich noch sagen wollte, wir stellen heute übrigens keinen hochfesten Beton, sondern hochfesten Mörtel her, wenn man es ganz genau nimmt, weil die Maximalkerngröße beträgt ja bei uns hier nur 2 mm. So viel nochmal am Rande. Als Feinszuschlag oder Füllstoff verwende ich hier Quarzmehl. Ja, und es ist eben von der Größe her extrem klein, also im Partikelbereich. Und das sorgt dann dafür, dass sogar minimale Fehlstellen in der Betonmatrix aufgefüllt werden und dadurch wird der Beton dann eben so hart und belastbar. Bei den Feinszuschlägen, da gibt es viele verschiedene Produkte auf dem Markt. Zum Beispiel oft wird auch Mikrosilika verwendet, ja, weder Kaolin oder auch Flugasche. Ich verwende halt das Quarzmehl, weil es am günstigsten ist. Ja, um euch das nochmal zu verdeutlichen, wie klein die Partikel bei diesen Feinszuschlägen sind, also das ist wirklich extrem. Beim Mikrosilika ist es so, dass die Partikel nochmal 100 mal kleiner sind als beim normalen Zement. Also dadurch lassen sich dann sogar in der Zementmatrix noch kleinste Zwischenräume füllen. Also das ist schon extrem fein. Und weil die Partikel so fein sind, gibt es bei der Verarbeitung natürlich auch Sicherheitshinweise. Also wenn ihr mit Feinszuschlägen arbeitet, solltet ihr auf jeden Fall eine Atemschutzmaske tragen, weil die Partikel kann man einatmen, die setzen sich in der Lunge fest und auf Dauer ist es echt extrem schädlich. Also, wie gesagt, im eigenen Interesse und der eigenen Gesundheit zuliebe, auf jeden Fall eine Maske aufsetzen. Zum Anmischen braucht man natürlich auch noch Wasser und da gibt es dann auch wieder einen entscheidenden Unterschied zum normalen Beton. Normaler Beton hat einen Wasserzementwert von ca. 0,4 und der hochfeste Beton, der hat ja, Werte von 0,25 bis 0,35. Das ist wirklich schon extrem wenig Wasser und deswegen braucht man zum Anmischen dann auch noch ein Hochleistungsfließmittel. Beim Fließmittel verwende ich ein Produkt von Panda Hit. Das ist das PC150FM. Ist ein Industrieprodukt und ein Hochleistungsfließmittel. Ja, das besorge ich mir eigentlich immer in so größeren Gebinden, weil ich ja relativ viel damit arbeite. Und die empfohlene Zugabemenge, die liegt laut Hersteller bei 2 bis 25 Milliliter pro Kilogramm Zement. Also wichtig, pro Kilogramm Zement und nicht Beton. Das ist auch eine Fehlerquelle, die sehr oft vorkommt. Und bei, wenn man vom Beton ausgeht, dann ist es natürlich extrem überdosiert. Ja, so viel zum Fließmittel. Die einzelnen Komponenten habe ich mir jetzt zwischenzeitlich hier schon mal abgewogen. Das Mischungsverhältnis werde ich euch mal hier einblenden. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal runter in meine Garage. Da steht mein Zwangsmischer und dann mischen wir uns den hochfesten Beton mal an. So, das war jetzt hier mein Zwangsmischer. Den kennt ihr schon aus anderen Videos und da habt ihr dann auch schon in Aktion gesehen. Ja, bei der Herstellung von hochfestem Beton würde ich euch auf jeden Fall einen Zwangsmischer empfehlen, weil der Wasserzementwert wirklich so gering ist, dass man da mit anderen Mischern keine optimalen Ergebnisse erzielt. Ich habe jetzt schon öfters über meinen Blog irgendwelche Anfragen von euch bekommen, wo es darum ging, dass ihr mein Rezept nachmachen wolltet und dann Probleme gehabt habt mit dem Anmischen, dass die Mischung nicht wirklich flüssig wurde und so, ja, so kernig und bröselig war. Wenn ich danach frage, was ihr für einen Mischer verwendet habt, da habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass eine Bohrmaschine mit ja, so Quirlaufsatz verwendet wurde. Und da muss ich sagen, da ist es natürlich klar, dass man damit keine brauchbaren Ergebnisse erzielt. Dann mischen wir den Mörtel jetzt mal an.
Komponenten werden erstmal im trockenen Zustand gut durchgemischt, so circa 2 Minuten. Und dann gebe ich 2 Drittel vom Anmachwasser bei. Das restliche Anmachwasser mische ich dann mit dem Fließmittel. Der Mischvorgang selbst, der dauert so 12 bis 15 Minuten. Das ist deutlich länger als bei normalem Beton. Und ja, am Anfang kann man erkennen, wie sich in der Mischung dann so runde Kugeln bilden. Die lösen sich dann irgendwann mit der Zeit auf. Und wenn sich das Fließmittel dann gleichmäßig im Beton verteilt hat, dann wird die Mischung flüssig. Also ich habe am ersten Mal auch gedacht, was ist denn das? Also das ist einfach nur eine krümelige Masse. Und ja, irgendwann geht es dann relativ schnell und dann wird der Beton auch fließfähig. Also wie gesagt, abwarten. So sieht der fertige Beton dann aus und dass der Wasserzementwert passt, sieht man ganz gut, wenn man den Beton hier einige Minuten stehen lässt und sich auf der Oberfläche kein Wasser bildet. Ich habe jetzt auch noch was Kleines geplant und zwar möchte ich eine extrem filigrane Platte gießen. Die wird lediglich 5 mm stark sein und da habe ich mir hier eine entsprechende Gießform gebaut. Schauen wir mal, wie die Platte aussieht. So Leute, das wäre jetzt hier die fertige Platte. 5 mm stark. Ja, das ist schon ein ordentliches Ergebnis, würde ich sagen. So, jetzt wisst ihr auch, wie ihr euch den hochfesten Mörtel selbst mischen könnt. Dadurch kann man natürlich auch einiges an Geld sparen, weil die Fertigmischungen, die sind halt immer extrem teuer. Und wenn man dann größere Projekte umsetzen will, dann geht es ganz schnell ins Geld. Ja, ich möchte auch noch ein kurzes Wort zum hochfesten Beton sagen. Das war ja jetzt hier Mörtel. Und ja, wenn ihr eben hochfesten Beton anmischen wollt, dann müsst ihr einfach gröbere Gesteinskörnung noch dazugeben. Da bietet sich zum Beispiel Basaltsplit ganz gut an und den gibt es auch in jedem Baumarkt. In gängigen Größen, glaube von 2 bis 5 mm und dann auch noch größer. Und dem kann man dann eben mit dem Sand mischen und dem Beton beigeben. Und dadurch lässt sich die Belastbarkeit dann nochmal um einige steigern. Einen Belastungstest werden wir jetzt heute nicht machen, weil der Mörtel nach 3 Tagen seine Endfestigkeit noch nicht erreicht hat. In diesem Sinne wären wir dann mit dem Thema heute wieder soweit durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass es für euch wieder ein wenig interessant war. Und dann würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn ihr bei meinen nächsten Projekten wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, ciao.